Ja, hallo liebe Videofreunde. Wir sind wieder on Tour. Ich im Moment noch alleine. Aber bald geht es zu zweit weiter. Ich bin gestern von Cottbus aus losgefahren. Erstmal fahre ich jetzt nach Hessen zu der Schwester von Michael. Dort wollen wir uns treffen. Michael kommt da heute Abend hin von seiner Arbeit aus und lässt dann dort sein Auto stehen und wir fahren dann gemeinsam weiter. Wir haben nämlich noch ein bisschen Urlaub und wir haben noch 9 Tage jetzt und wir wollen wieder in die Schweiz. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt gar nicht so damit gerechnet, dass das doch recht kalt schon so auf den Bergen ist. Ich hoffe, ich habe genug warme Sachen eingepackt, aber ich glaube schon. Weil wir wollen uns nämlich mit dem Kai treffen am Wochenende und der steht ja immer irgendwo oben auf irgendwelchen Pässen etc. Und da ist dann schon ordentlich. Wir haben auch nur Sommerreifen drauf. Wir müssen erst mal gucken, wie viel es geschneit hat. Und dann werden wir schauen, ob das alles klappt. Wir hoffen es natürlich sehr. Das ist unser Ziel. Ja, ich habe gestern Zwischenstation gemacht hier in Eisenach. Und zwar wieder an dem Stellplatz an der Kreuzburg. Also es ist ja so ein Parkplatz, besser gesagt. Und gestern habe ich beim Hundegassigang bin ich weitergelaufen und habe gesehen, wenn man hier unter der Brücke durchläuft, dass hier hinten ein riesengroßer Parkplatz ist, wo man stehen kann. Und da es gestern zum einen sehr stark geregnet hat, die Autofahrt gestern war sehr, sehr anstrengend, weil es hat geschüttet aus Kannen teilweise. Und ja, dadurch war auch der Platz vorne an dieser Werra-Brücke ziemlich matschig. Und hier ist ja Steinuntergrund und das war viel besser. Und dann bin ich mit dem Wohnmobil hier hintergefahren. Aber ich habe ja auch ganz alleine gestanden das erste Mal. Es war schon ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin, war es ein bisschen, naja, es ist halt ein bisschen komisch, ne? Aber war alles gut. Und man hatte hier auch, von hier aus hat man auch Fernsehempfang. Da vorne hat man keinen Empfang und hier hat man Fernsehempfang, weil hier nicht so viele hohe Bäume sind. Ja, und dann habe ich es mir gestern noch ein bisschen gemütlich gemacht. Und habe aber festgestellt, später, als ich auf die Batterie geschaut habe, Alarm, Alarm, im roten Bereich. Also unser Batterieproblem ist immer noch nicht richtig gelöst, weil normalerweise Fernseher und Media Center sollte alles über die Aufbaubatterie laufen. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht, weil es ist unsere Starterbatterie, die immer leer ist. Auch die Aufbaubatterie geht dann irgendwann runter. Aber die Starterbatterie kannst du zugucken, wie die wieder alle wurde. Dann habe ich natürlich ein bisschen Schiss gekriegt, ne? Habe Michael angerufen und habe gesagt, so und so. Und dann sagt er, das gibt's doch gar nicht. Sag ich, ja, doch, so ist es. Fernseher ausgemacht, alles ausgemacht. Und dann habe ich den Motor im Moment laufen lassen, damit ich wenigstens wieder im gelben Bereich war. Dadurch habe ich heute ein bisschen unruhig geschlafen, weil ich immer wieder mal gucken gegangen bin nach der Batterie. Ja, und zum anderen Teil ist es auch der Nachteil hier recht laut. Also es liegt ja direkt an der Bundesstraße unterhalb der Brücke oder neben der Brücke. Und das hört man auf der Seite etwas mehr als auf der anderen, weil das hier natürlich alles frei ist. Aber ja, mit ein bisschen Ohrenschutz geht das. Also kann man das schon aushalten und für eine Nacht sowieso. Dafür gibt es jetzt hier hinten an dem Platz gleich einen wunderbaren Radweg und einen Wanderweg, wo man langlaufen kann. Ich habe auch mal ein bisschen die Drohne fliegen lassen. Mal gucken, ob es was geworden ist. Auch mal ein paar Fotos gemacht mit der Drohne. Schauen wir mal. Und ja, ich war froh, dass ich den Stellplatz gestern so gefunden habe. Ich war so schlagskaputt gewesen. Es war so anstrengend, die Autofahrt. Wirklich. Jetzt geht es weiter zu Michaels Schwester und dann geht es morgen los in den Urlaub. Und ich freue mich schon. Ja, hoffentlich klappt alles. Auch mit dem Wetter und so, dass wir alles hinkriegen, weil wir ja noch die Sommerreifen drauf haben. Es hat ja schon ein bisschen Schnee gegeben. Ja, also, das ist unser Plan. Und gerne nehmen wir euch wieder mit und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Also, bis demnächst. Macht's gut. Ciao.
Freunde, wir sind gut angekommen in der Schweiz und sind wieder mal an einem herrlichen Fleckchen. Empfohlen haben wir den bekommen von dem Kai und wir werden uns heute Abend hier treffen und die genaueren Standpunkte, wo wir uns gerade befinden, das teile ich euch nochmal später mit. Also sehr, sehr schön hier wieder mal wunderbar in der tollen Schweiz zu sein. Juhu! Ja, liebe Videofreunde, ich bereite mal jetzt unser Abendessen heute vor. Heute Abend gibt es nämlich einen Gemüseauflauf. Heute Nachmittag haben wir ja schon geschlemmt. Und heute Abend gibt es einen Gemüseauflauf mit Käse überbacken. Und zwar nicht mit Nudeln, sondern mit Weizen. Ja, wollen wir mal ausprobieren, wie das schmeckt. Und jetzt schnippel ich schon mal das Gemüse, bevor die anderen Kastenwagen kommen. Dann bin ich nämlich nachher schon fertig und kann dann nur noch alles zubereiten. Guck mal, die haben wir doch schon mal gesehen. Jetzt sind die schon wieder in der Schweiz. Das ist ja schlimm. Schon wieder. Manche Leute kommen einfach immer wieder. Claudia. Und auch noch gerne. Grüß dich. Wir können uns drücken. Ja, können wir. Hallo. Hi, schön, na? Dich zu sehen. Schön. Servus. Hallo. Hallo. Ja, da sind sie wieder. Hallo. Living and Travel. Und du? Thomas. Thomas. Ja. Okay, ich kann nicht mehr rauskommen. Ihm haben sie die Schuhe geklaut. Er darf nicht mehr vor die Tür. Geht ihm wie im Co-Pilot. Der hat auch keine. Kaum in Italien, schon sind die Schuhe weg. Scheiße. Dafür sehe ich Pilze. Aber nicht auf meinen Füßen. So, es ist gerichtet. Das Feuer ist entfacht. Und das erste Bierchen ist geöffnet. Zum Wohl. Sehr zum Wohle. Na, guck mal. Guck mal hier, gegenseitiges Filmen, so geht das. So sieht das aus, so sieht wenn das Claudia aus. Filmt. So rennen wir hier rum, ja, wie die Bekloppten. Das ist ja geil. Was gibt's denn Gutes heute? Heute gibt's was Gesundes. Und was? Es gibt heute eine Pilzgemüsepfanne mit Weizen. Und das Ganze im Omnia nachher mit Käse überbacken. Kein Fleisch. Hast du meine da muss er heute durch. Ne? Schauen wir mal, was rauskommt. Habe ich auch noch nicht gegessen, ist neu. Ich habe das noch nicht probiert. Ich habe das doch probiert, habe ich schon mal. Fand ich eigentlich ganz gut. Dann habe ich gedacht, das könnte man anstatt Nudeln ja auch mal so ein Weizen nehmen. Probieren wir jetzt heute mal aus. Mal gucken, was rauskommt dabei. Also ich bin bei meinem So, wir sind mal gespannt. Die Ausreden, die kenne ich. Jetzt gibt's die harten Sachen. Nein, ein guter Walliser Whisky. Wir nähern uns dem Ende. Wir ändern uns. Wir ändern uns dem Ende. Mit dem Ende zu. Kai? Ah, nee, du hast schon. Ich geh's Glas holen. Ich hab noch nichts Kopf. Geht ja gar nicht. Sag du, ich doch hab das Glas. Der braucht kein Glas, der kann die Flasche leer machen. Du bringst den Wein nicht weg vor lauter Schnaps. Das ist die. Aber der Wein wird kalt, der Rotwein. Ich habe auch noch was anderes Gutes. Bin ja dafür bekannt, dass ich die mit Steine alles machen wird. Wir haben noch Dominosteine dabei. Ist ja fast Weihnachten, ne? Also damit kannst du mich jagen. Ja, wollen wir mal gucken?
Komm, lauf. Lauf. Danke. Mm. Nee, damit kannst du mich. Ihr vielleicht. Ja, genau. Ja, sag ich ja nicht, nee. So sehe ich auch aus. Muss nur den ersten rauskriegen, ist immer schwierig. Ne? Am Bum. Besten nimmt man gleich zwei. Hatten wir doch schon mal, oder? War das mit euch oder mit jemand anders, dass wir schon Dominosteine hatten? Ja, Whisky drüff und Champagner drüff. Wissen wir, was das hier? Ja, das ist noch tricky. Das geht nur, wenn man nicht. Ja. Hat auch noch mehr. Jetzt, wo ich weg war, kommst du mit leckeren Sachen. Ja. Ich dachte eigentlich, wir können das ohne dich essen. Du bringst es eh nicht raus, deine Wurstfinger. Hey, Opa. Ja. Ja, das ist kaputt gegangen. Uiuiui. Ich hab's zerstört am letzten Abend. Das Glas? Ja. Ich bin irgendwie dumm dran gekommen und plötzlich war es am Boden und dann war es kaputt. Du machst Sachen. Ja, jetzt liegt es am Lack der Tool. Ja, da liegt es gut. Ja. Nein, wir haben es aufgeräumt. Genau. Wenn ich noch Erinnerungen an diese Abend. Ein Schmied. Ja, ja. Ines hat Whisky ausgeschenkt, bis er leer ist. Habt ihr alle? Ja. Jawohl. Prösterchen. Tschüss, zum Wohl. Zum Wohl. Schön, zum euch kennenzulernen. Ja. Ja. Schön kennen wir uns. Ja. Am Lagerfeuer. Ja. Aber du hast schon noch ein Weihnachtslied singen. Gut.